Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, falls du neu hier bist. Mein Name ist Timo Osterhaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und auf diesem Kanal sprechen wir über evidenzbasierte Tools und Strategien, die dich dabei unterstützen, dein Leben länger und gesünder zu führen. In diesem Video sprechen wir über die fünf wichtigsten Bücher für das Thema Medizin. Ich will dir aber direkt von vornherein sagen, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist wegen zwei Gründen. Der erste ist, die meisten Bücher sind sehr veraltet. Das heißt, neue Studien, neue Untersuchungen, moderne Medizin braucht sehr, sehr, sehr lange, roundabout zwischen 30 und 70 Jahre, bis sie wirklich Einzug in die Lehre, aber zum Teil auch in die Bücher findet. Zweiter Punkt ist der, dass es ganz wenig Bücher zum Thema ganzheitliche Gesundheit oder auch Medizin gibt. Auf dieses Thema möchte ich mich jetzt aber im Detail beziehen. Das heißt, wenn du Medizinstudent bist oder irgendwas, dann kannst du grundlegend diese Bücher natürlich lesen, aber die werden dich jetzt per se in deinem Studium nicht weiterbringen, aber fürs Verständnis für ganzheitliche Medizin definitiv. Und wir starten mit dem folgenden Buch, welches sich nennt Grundlos erschöpft. Und ja, in Medizinbüchern ist es ganz oft so, dass man Dinge gut findet, aber auch Dinge teilweise gar nicht gut findet. Und eigentlich geht es hier um das Thema Nebennierenschwäche. Das ist zum Beispiel ein Begriff, den finde ich persönlich überhaupt nicht gut, weil eine Nebennierenschwäche oder Nebennierenrindenschwäche beschreibt einen Grund für letzten Endes das Thema Erschöpfung oder auch Energiemangel. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele Ursachen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg in das Thema. Aber ganz wichtig, dass man Dinge, gerade wenn es um Gesundheit und Medizin geht, immer wieder hinterfragt. Selbst wenn man es in einem Buch liest, dass man nicht sagt, okay, ja klar, das war jetzt alles in dem Buch drin. Aber grundsätzlich gibt es ganz viele neue, moderne Untersuchungen, die vielleicht das Gegenteil belegen. Oder es gibt auch Menschen, die sehr viel Erfahrung in Bereichen haben, die dann auch wieder Dinge sagen. Das heißt, Medizin ist mal, by the way, sowieso keine hundertprozentig sichere Wissenschaft. Aber es ist auch selten schwarz oder weiß, sondern meistens ist die Antwort irgendwo dazwischen. Das heißt, irgendwo im Graubereich. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch, um in dieses Thema Nebennierenrindenerschöpfung, chronische Ermüdung und all das mal einzusteigen. Zweites Buch, und das ist wirklich ein absoluter Klassiker von Dr. Bodo Kluklinski, nämlich das Buch über das Thema Mitochondrien. Ich würde schätzen, das Buch ist auch schon sehr, sehr, sehr alt. Wir schauen mal ganz kurz hier vorne nach. Ja, was heißt sehr alt? Von 2016. Aber es beschreibt ein Thema neben Symptome, Diagnose und Therapie, alles, was mit dem Thema Mitochondrien zu tun hat. Das heißt, es geht um verschiedene Stoffwechselvorgänge wie Atmungskette, um Energiegewinnung und all das in den Mitochondrien, wie man das diagnostizieren kann, was die Symptome sind, wie man das auch therapeutisch angehen kann, was man aber auch in seinem Leben verändern kann, um letzten Endes auf mitochondrialer, also auf Kraftwerkebene, denn die Mitochondrien sind die sogenannten Kraftwerke unseres Körpers oder die Kraftwerke der Zelle, wie sie oft genannt werden, denn sie produzieren ATP und das ist letzten Endes das, was wir oder das, was du als Energie kennst. Und das ist ein Buch, wo es nur um das Thema Mitochondrien geht. Definitiv ein Einstieg wert, denn ganz, ganz, ganz viele Erkrankungen, moderne Erkrankungen, aber auch chronische Erkrankungen, haben einen Grundschaden oder ein Problem in den Mitochondrien. Wir sind, was mitochondriale Diagnostik in der Medizin angeht, noch nicht so weit. Wir können schon sehr, sehr viel und haben auch schon sehr viel verstanden, aber es ist noch ein sehr, sehr großes Randgebiet. Und wenn du in dieses Randgebiet einsteigen möchtest oder eintauchen möchtest, dann ist das definitiv das Buch, um den Einstieg in dieses System für dich zu finden. Das nächste Buch ist das 4-Wochen-Anti-Entzündungsprogramm von einer sehr guten Kollegin von mir, Dr. Simone Koch. Sehr, sehr, sehr informatives Buch und es geht tatsächlich nicht nur darum, dass du dieses 4-Wochen-Programm für dich umsetzt, sondern es geht ganz viel im Detail auch, wie funktioniert das Immunsystem, was hat es überhaupt mit chronischen Entzündungen auf sich, auch das Thema Insulin wird angerissen. All das sind Dinge, die in unserem Alltag heutzutage eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. Denn ganz viele Menschen kämpfen mit chronischen Entzündungen, merken das aber aufgrund von Symptomen wie Energiemangel zum Beispiel oder anderen Dingen. Und das ist ein ganz, ganz schönes Buch als Einsteiger, um einfach zu verstehen, was es mit chronischen Entzündungen
eben in deinem System auf sich hat. Von daher ganz klare Empfehlung, vor allem auch mit dem Programm. Das heißt, wenn du wirklich 4 Wochen etwas für dich danach umsetzen möchtest, um diese chronischen oder auch stillen Entzündungen, wie man sie nennt, in deinem System zu reduzieren. Ein weiteres Buch, und das ist sehr modern und ich halte es nicht in meiner Hand, denn auch das habe ich im Kindle gelesen oder beziehungsweise bin sogar gerade dabei, aber meiner Ansicht nach eines der wichtigsten Bücher, wenn es um ganzheitliche Gesundheit geht, ist das neue Buch von Tony Robbins. Life Force heißt es, es gibt es auch auf Deutsch mittlerweile, ist extrem lang, extrem dick das Buch, aber es lohnt sich definitiv, denn er berichtet da unter anderem aus seiner eigenen Perspektive über verschiedene andere Patienten und Krankheitsbilder, aber vor allem hat er die führenden Experten der Welt zu verschiedenen spezifischen Themen interviewt. Ob es Stammzelltherapie ist, ob es Ernährung ist, ob es Bewegung ist, ob es das Thema Mindset ist. Es geht um ganz viele verschiedene Dinge, wie auch zum Beispiel um das Thema Blutwerte. Welche Werte, wie solltest du das Ganze messen? Natürlich ist das sehr, sehr breit gefächert. Also es geht schon ins Detail, aber es ist natürlich jetzt nicht individuell für dich gesehen. Gerade wenn es um das Thema Blutwerte geht. Aber es ist ein enorm schönes Buch, weil es die Dinge mal anders betrachtet. Und vor allem erzählt er über ganz viele verschiedene Verletzungen wie Rotatorenmanschetten, Risse und Co., die er hatte und auch von seiner Familie, die mit Herzproblemen zum Beispiel zu kämpfen hatte und was in diesem expliziten Fall getan wurde. Spricht auch über Vitamin D, über verschiedene Supplemente. Und ich mag Bücher, wo etwas hinterfragt wird, wo etwas anders gemacht wird. Und das ist in diesem Buch definitiv der Fall. Und Tony Robbins ist, gerade wenn es ums Thema Mindset, Coaching, Dinge anders machen geht, ein absoluter Experte weltweit. Und gerade die Doktoren und Professoren, die er interviewt, beziehungsweise mit denen er gemeinsam das Buch geschrieben hat, sind wirklich führende Experten auf ihrem Gebiet. Wenn du also Medizin mal ein wenig anders verstehen möchtest, wenn du sagst, das, was ich dir ganz oft mitgebe, ist etwas, was dir gefällt, dann solltest du definitiv das Buch von Tony Robbins, Life Force, das ganz neue Buch von ihm, auf jeden Fall dir mal anschauen. Das letzte Buch von Professor Dr. Sinclair ist der führende Experte momentan im Bereich Altersforschung. Das Buch heißt Lifespan. Es gibt es auch auf Deutsch, heißt Gesundes Altern oder irgendwie sowas in der Richtung. Musst du mal schauen. Es gibt von ihm, glaube ich, nur ein Buch. Er ist aber auch als einer der Experten in dem eben genannten Buch von Tony Robbins letzten Endes mit drin. Und in diesem Buch geht es um alle möglichen Strategien, die dich dabei unterstützen, länger zu leben. Egal, ob es um Telomeren geht, ob es um Fasten geht, ob es um Bewegung geht. Und es wird ganz schön und explizit beschrieben, welche Dinge du wie tun solltest, um langfristig wissenschaftlich gesehen nicht nur länger, sondern vor allem auch länger gesund zu leben. Und es ist auch ein Buch, was wieder die ganzen Dogmen aufgreift, aber vor allem versucht zu durchbrechen, die in der klassischen Medizin, die ja sehr, sehr wichtig und gut ist, versucht aufzubrechen, weil es in diesem Buch primär um Gesundheit geht. Und er erklärt sehr, sehr sinnvoll, auch anhand von Studien und Co., warum gewisse Dinge, die wir heutzutage machen, eigentlich gar keinen Sinn machen. Und wenn genau so etwas ist, wonach du suchst, dann schau dir definitiv das Buch von Dr. Sinclair, Lifespan, dir im Detail mal an. So, das waren jetzt die 5 ersten wichtigsten Bücher meiner Ansicht nach, um Medizin mal anders zu sehen, Medizin mal anders zu verstehen. Natürlich sind das immer noch Bücher, das heißt, es geht nie um das Individuum selber, sondern um das ganz große Ganze. Und wenn du sagst, das interessiert dich aber viel individueller und du willst auch einen persönlichen Ansprechpartner haben, dann schau mal unten, wir haben mehrere Kurse zu dem Thema bzw. Ausbildung. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du natürlich mit uns in den Kommentaren interagierst, vielleicht auch mal deine wichtigsten Bücher im Medizin- oder Gesundheitsbereich unten verlinkst und postest, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Büchern. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Resttag und bis zum nächsten Video. Dein Timo.